verstehe gar nicht, warum sie mit diesem Alexander überhaupt mitgegangen ist. Ja, er ist charmant, sieht verdammt gut aus. Scheinbar so gut, dass man seinetwegen auch mal einen Ball verspielt. Ja, aber er ist Tristans Freund. Sie weiß ganz genau, wie sehr sie ihn damit trifft. Du kennst doch Marlene. Wenn sie verletzt ist, schlägt sie um sich. Und Alexander profitiert wahrscheinlich gerade davon. Ganz bei der Sache. Aber dagegen können wir doch was tun. Er weiß genau, was er tut. Ich wünschte, das könnte ich von Marlene auch behaupten. Vergiss ihn nicht. Ich will jetzt gehen, okay? Ich bin so verrückt nach dir, Marlene. Ich will das nicht, lass mich los! Ich mag es, wenn du so wild bist. Du machst mich ganz auf, ich geh dir raus. Lass mich los! Oh, du tust mir weh! Zimmer. Und Marlene, und da ist irgendwas kaputt gegangen. Und sie hat um Hilfe gerufen. Ich muss zu ihr. Nee, warte doch mal ganz ruhig, ruhig. Dana, es war ein Traum. Heute ist extrem viel passiert. Hey. Du hattest gehofft, dass Marlene dir verzeiht. Und sie konnte es nicht. Und ich meine, vielleicht. Du meinst, es ist unsere Beziehung, die im Traum kaputt gegangen ist? Na, vielleicht. Keine Ahnung. Ich bin nicht froh, aber. Das scheint mir irgendwie logisch. Okay. Komm, schlaf. Yeah.
Marlene? Alexander hier. Wo schickst du denn? Ich würde gerne mit dir reden. Ruf mich doch mal zurück. Das interessiert mich ja sonst nicht, aber wie siehst du denn aus? Oh Gott, ich muss in 2 Stunden auf dem Laufsteg stehen. Kamillenteebeutel. Sofort! Hey! Sanna, hast du Marlene gesehen? Ich hatte ehrlich gesagt gehofft, dass du mir sagen kannst, wo sie ist. Ich habe keine Ahnung. Aber ihr seid doch gestern Nacht zusammen weggegangen. Und zu Hause ist sie nicht. Ja, Marlene und ich, wir waren noch auf meinem Hotelzimmer. Wir haben noch ein bisschen gefeiert. Dann, naja. Oh ja, die Details kannst du dir sparen, danke. Ja, und sie war plötzlich sehr verstört. Irgendwas schien sie zu beschäftigen. Vielleicht euer Streit oder irgendwas mit Tristan. Hat sie denn irgendwas gesagt? Nee. Ich habe versucht, mit ihr zu reden, aber sie ist einfach weggegangen. Ja, und ich habe eben versucht, sie zu erreichen und ich habe nur die Mailbox erwischt. Wenn du irgendwas hörst, dann gib mir doch bitte Bescheid, okay? Klar, mach ich. Danke. Ich melde mich bei dir. Okay, ciao. Das ging ja schnell. Ich habe niemandem gegenüber eine Verpflichtung. Ich nehme an, ich muss dich jetzt nicht mehr fragen, ob du Marlene irgendwo gesehen hast. Das letzte Mal habe ich sie mit meinem alten Bekannten gesehen, genau wie du. Ja, da bist gestern Abend noch dein guter Freund. Ja, möglicherweise habe ich diese Freundschaft etwas überschätzt. Morgen, Tristan. Wo warst du denn? Na, ich habe Marlene überall gesucht. Wozu eigentlich die Aufregung? Wahrscheinlich frühstückt sie gerade mit Alexander. Den habe ich getroffen. Der weiß auch nicht, wo sie ist. Aber sie hat die Nacht bei ihm verbracht. Nein. Also zumindest nicht ganz. Jetzt komm schon, ist ja nicht so, als hättest du keinen Spaß gehabt. Hey, so wie ich Marlene kenne, hat sie sich irgendwo verkrochen und überlegt fieberhaft, wie sie Tristan ihren Aussetzer von gestern Abend erklären kann. Ich muss ins Gestüt, kommst du mit? Ich komm gleich nach, ja. Bis später. Thank you.
Hallo, hier spricht Dr. Fritsche vom St. Vinzenz Krankenhaus. Gott, ist Marlene was passiert? Dieses Handy hier im Mülleimer vom Krankenhaus gefunden. Mit wem spreche ich denn da? Dana Wolf, deine Mitbewohnerin. Dana? Mensch, dann gehört das Handy ja deiner Schwester. Wo ist sie? Keine Ahnung. Wie gesagt, das Handy lag im Mülleimer. Du musst unbedingt rausfinden, ob sie diese Nacht bei euch eingeliefert wurde, ja? Ich bin gleich da. Daniel, wo ist Marlene? Was ist passiert? Ja, jetzt beruhig dich. Deine Schwester ist nicht eingewiesen worden. Was? Aber sie muss hier sein. Ich habe mit den Kollegen in der Notaufnahme gesprochen. Sie war nicht da. Ja, aber du hast ihr Handy hier gefunden. Sie hat es hier verloren. Ja, es gibt immer wieder Obdachlose, die ja nachts Unterschlupf suchen. Vielleicht hat ja einer ihre Handtasche geklaut und das Handy hier entsorgt. Dr. Schlüter auf Station 4. Kommen wir nach Hause und schauen nach, ob sie mittlerweile zurück ist. Ne? Da war ich doch schon. Vielleicht gibt es ja eine harmlose Erklärung. Und wenn nicht? Dann sollen wir die Polizei verständigen. Gesucht. Ich hatte einen Albtraum und du warst verschwunden. Moment, dein Handy. Daniel hat es im Krankenhaus gefunden. Hast du eine Ahnung, wie es da hingekommen ist? Ich weiß, du bist im Moment nicht so gut auf mich zu sprechen, aber ich habe mir solche Sorgen gemacht und ich wollte einfach wissen, wo du bist. Aber du bist ja hier und wenn es dir gut geht, ist alles okay. Ja. Dana! Hey, komm her. Hey.